Die Dreijährigen greifen in die German Racing Champions League ein. Das Oppenheim-Union-Rennen in Köln gilt als wichtigste Vorprüfung für das deutsche Derby. Der Unionsieger geht meist als Favorit nach Hamburg. Trainer Markus Klug schickt mit Weltstar den Halbbruder des letztjährigen Derbysiegers Windstoß ins Rennen. Zuletzt wurde Weltstar auf kürzerer Distanz im Meermühlensrennen gegen starke Gegner vom letzten Platz kommend Vierter. Die längere Distanz in der Union könnte ihm zugutekommen. Und auch Lokalmatador Echo aus dem Stall von Peter Schirgen hat mit Enjoy VJ einen prominenten Halbbruder. Denn dieser war im vergangenen Jahr im Derby knapp geschlagener Zweiter zu Windstoß. Auch mit seinem überlegenen Sieg in Krefeld hat Echo bestimmt noch nicht alle Karten aufgedeckt. Echo, er genoss bei beiden Starts bis jetzt einen guten Ruf. Heute zeigt er, warum das so ist. Der Bruder von Enjoy VJ, der geht auf und davon hier. Echo mit Andra Stark im Handgalopp, im gewöhnlichsten Handgalopp, gewinnt er. Im Bavarian Classic hat Jimmu mit seinem starken Platz zum aktuellen Derby-Favoriten Royal Jumsen schon gezeigt, dass mit ihm zu rechnen ist. Außen Jimmu wird stärker, aber Emerald Master ist vorne. Emerald Master und Jimmu, diese beiden zunächst einmal. Dann kommt Royal Jumsen dahinter. Kiri kämpft, aber Emerald Master, der marschiert. Emerald Master ist vorne vor Jimmu und Royal Jumsen. Emerald Master auf die letzten 100 Metern. Jetzt kommt Royal Jumsen und dann kommt Jimmu, aber Emerald Master, Royal Jumsen, Royal Jumsen, Royal Jumsen gewinnt. Kann Jimmu von der sensationellen Stallform seines Trainers Henk Greve auch in der Union profitieren? Können Weltstar und Echo an die Erfolge ihrer Halbbrüder anknüpfen? Und wer geht als Favorit ins blaue Band? Erleben Sie die German Racing Champions League.